In einem Systemvergleich haben wir eine Astsäge mit einer Astschere verglichen. Das Fliegel Agro Center hat uns hierfür zwei ungefähr gleich schwere Maschinen zur Verfügung gestellt. Die Astsäge Woodking Classic wiegt 880 Kilogramm. Mit den drei 700 mm großen Sägeblättern erreicht die Säge eine Arbeitsbreite von 2,10 Meter. Ein Hydraulikmotor treibt über zwei Keilriemen die Blätter an. Der 1,20 Meter große hydraulische Ausschub ist serienmäßig. Unser Modell war mit der optionalen Neigevorrichtung ausgestattet. Im Einsatz hat sich diese bewährt. So lassen sich auch gut kleine Sträucher und Bäume bodennah kappen. Besonders im waagerechten Einsatz muss man einen großen Sicherheitsabstand zur Säge einhalten, da Aststücke in jede Richtung weit fliegen können. Mit dem obersten Sägeblatt lassen sich Äste auch platziert schneiden. Die Sicht auf dieses Blatt ist am besten. Ansonsten gibt man die Säge leicht ab und fährt langsam am Strauchwerk vorbei. Äste bis ca. 10 cm lassen sich so während der Fahrt schneiden. Mit komplett ausgeschobenen Ausleger lasteten 4 Tonnen auf der Hinterachse, davon aber nur 1540 Kilo auf dem linken Hinterrad. Stärkere Äste kappt man am besten im Stand. Dazu kippt man die Säge weiter ab, um den Ast richtig von oben zu schneiden. Die Schnittqualität war bei Ästen ab ca. 3 cm gut. Wir haben Äste bis ca. 20 cm Stärke mit der Säge gekappt. Dünne Äste faserten beim Sägen aus. Die Schere wog im Test 900 kg bei 3 Meter Arbeitsbreite. Auch hier war ein elektrisch betätigter Ventilblock unter der Abdeckung eingebaut. Die Öffnungen der Schnallen sind vorne 105 mm groß. Mit separaten Ölleitungen von hinten lässt sich der Frontlader weiter ganz normal bedienen. Das Gerät steuert man mit einer kleinen Kippschalterbox. Im Einsatz haben wir die Schere meist auch leicht zur Seite geneigt. Maximal macht die Schere 82 Hübe pro Minute. Teilweise zieht die Flexcut die Äste mehrere Zentimeter mit. Das belastet den Frontlader stärker. Bei dickeren Ästen haben wir häufig auch angehalten. Bei der Schere fliegen keine Aststücke oder Späne herum. Der Gefahrenbereich ist kleiner. Im horizontalen Einsatz gleitet das Schnittgut schön über den flachen Holmen weg. Treffen die festen Finger mittig auf einen Ast, steigt die Belastung auf dem Frontlader enorm. Der Fahrer muss die Position der Schere ändern, damit der Ast in den Ausschnitt rutscht. Wir konnten mit der FlexCut 105 kompakt Äste bis ca. 10 cm kappen. Das Schnittergebnis war nicht so gut wie bei der Säge. Die Äste platzten in Längsrichtung auf. Hat die Schere einen Ast nicht mit einem Hub getrennt, knickte der Ast ab und zog die Rinde vom Stamm. Die Astsäge Woodking Classic kostet in Testausstattung 12.350 Euro. Die FlexCut ist 150 Euro günstiger.